gibt es die nächste Kugel und der Teil von mir aus rechts gesehen, der gibt dann den Schaft. Aber eben dazu wieder erstmal einengen. Ja, warum ich hier in Todtmoos bin, das kommt eben daher, die wollen halt da zeigen, wo früher die alten Handwerks zu Hause waren, unter anderem eben auch die Glasbläser. Glasbläsereien waren immer dort, wo viel Wald war. Vielleicht als Beispiel bringt Thüringer Wald, Böden, Mähren, Schwarzwald und so weiter, weil sie das Holz brauchten als Energie und die Asche hat aber auch als Flussmittel. Weil wenn man jetzt nur Sand zusammenschmilzt, wenn man nur Sand zusammenschmilzt, dann würde das zwar auch Glas geben, aber man könnte es nachher nicht verarbeiten, weil das dann eine unheimliche Hitze bräuchte zum wieder heiß machen und flüssig machen. Und zwar so flüssig, dass es nicht gleich ganz flüssig wird, sondern dass es sich verarbeiten lässt, so wie hier. Ist das nicht aus Quarzstein? Ja, Quarzsand in erster Linie. Ja, ja. Siliziumkarbonat. Gibt es 75% der festen Erdoberfläche besteht aus diesem Material. Also es geht eigentlich nie aus. Vorher geht vieles andere aus. Ich mache jetzt mal große Punkte vorher drauf. Das gibt ein bisschen einen anderen Effekt. Sie werden es dann sehen, wenn ich es geblasen habe. Ja, das Wichtigste beim Glasblasen ist jetzt, wie ich das mache, das gleichmäßige Drehen und überhaupt, wie man das in der Hand hält und locker drehen kann, das ist halt, gehört sehr viel Übung dazu, aber wie in jedem Beruf auch, vielleicht bei dem ein bisschen mehr. Lehrzeit ist 3 Jahre. Die etwas älteren Glasbläser, gehöre ich inzwischen auch dazu, die sagen alle, du Bursch, ja. Also man braucht ungefähr 10 Jahre, bis es richtig in Fleisch und Blut übergeht. So, jetzt ziehe ich hier unten die Halterung. Ja, die waren früher in den Waldgegenden zu Hause, die Glasbläsereien wurden auch zum Teil angeworben sogar, weil die Wälder gerodet haben, mussten es allerdings die Bäume so weit entfernen, einschließlich Wurzelstock, sodass der Boden nachher bearbeitbar war. Also dass man Felder daraus machen konnte. Das fällt mir so nicht ganz. Was machen wir? Ja, eine früher, also ich weiß jetzt aus den Büchern, früher von der brauchte man für eine Kochflasche von 2 Liter braucht man ungefähr 1 Sterholz.
bitte. Später, wenn es kalt ist, kann ich das unten noch aufmachen. Und oben die Spitze auf die richtige Länge bringen. Das heißt, das kann ich jetzt schon machen. Nee, dann kann ich nicht mehr blasen. Also ich brauche es noch nicht. Muss jetzt erst kalt werden. Nee, Moment. Das kann ich jetzt schon machen. Das geht doch. Ja, dann aber die Spitze zum Schluss machen. Ziehe ich das hier weg und blase das raus. So wie vorhin. Eine dünne Blase. Bloß ein bisschen größer. Eigentlich fertig. Eine Spitze. Gut, dann mache ich jetzt noch eine Kugel und dann hätten wir es eigentlich. Bitte seine Zähne. Dann das Ganze gut heiß machen. Das ist wie beim Kochen. Man nehme. Etwas Glas, etwas Gas, etwas Sauerstoff. Und wenn man als Anfänger vielleicht noch ein bisschen Brandsalbe und ein Schleppflaster. Ja, das Gefährliche ist beim Glas, man sieht die Hitze nicht. So, jetzt wir hier auch schön nochmal angucken und schon, es hat aber noch 500 Grad. Ja? Die dicken Stellen, die dünne Stelle wird schnell kalt. Ja, wenn es dann schön heiß ist, dann tut man vorsichtig Glas. Gleich blau, weil der Metall zu lang glüht, ist es rot und nachher wird es blau. Jetzt, wenn ich es finde. Was macht die Xaffe zur Kohle? Das ist jetzt der Kohlestab. Ah, hier. Jetzt drücke ich die Punkte nach innen. Wie so ein Stern nach innen. Einschlüsse oder irgendwas dann. Wenn Sie da einen Film machen wollen, können Sie es ja nachher daheim ausprobieren. Ne? Lachen Sie, ja? Ich glaube Ihnen das nicht, dass Sie das können. Ne? Ja. Mit Fensterglas geht nicht. Ah, schwierig. Ja.
Was wir halt schon mal gemacht haben, aber da muss man auch ganz vorsichtig warm machen, so einfach Flaschen verformen. Aber die muss man, weil das ist ein anderes Glas, das muss man ganz langsam anwärmen. Und wenn man an einer Stelle arbeitet, muss man die andere, wo man vorher dran war oder wo, immer wieder warm halten, sonst platzt es während dem Arbeiten. Aber kann man auch Sachen machen. Oder? Wenn man 10 Flaschen hat, 5 behalten und die anderen 5 gehen kaputt. Zu heiß darf man es nicht machen, sonst verwärmt sich die Kugel, verformt sich die Kugel. Mensch, ist gut. Auf 90 getrunken. Stark. Sieht das so aus? Ja, wunderbar. Wenn die kalt ist, muss ich jetzt ein bisschen kalt sein, mache ich nur einen Henkel dran. Geht nicht lang. Moment. Kostet 8 Euro.